Ja, Jeff, mittlerweile bist du fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Du hast ja schon sehr früh mit 16 Jahren bei der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen. Ich würde sagen, immer wieder verteilt. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen dem, sag mal, Kinderfußball und jetzt hier dem knallharten Seniorenfußball? Ja, yeah, also ich denke, dass der Hauptunterschied ist das Tempo. Also Tempounterschied ist schon sehr krass jetzt im Vergleich. Und ja, auch körperlich, klar, sind jetzt Männer halt, ne? Und deswegen brauchst du halt auch mehr Kraft für die Spiele. Und ja, es ist ein bisschen schwieriger, dich da jetzt durchzusetzen als im Jugendfußball. Du sprichst gerade das Tempo an. Ich meine, ich habe dich ein paar Mal spielen sehen, du hast ja wirklich viel Tempo. Was sind deine anderen Stärken so? Wo können sich die Fans drauf freuen? Meine anderen Stärken? Ich hätte jetzt gesagt, meine Beidfüßigkeit. Also bei mir ist jetzt mittlerweile egal geworden, ob rechts oder links. Und ja, sonst so 1 gegen 1. Meine Dribblings finde ich sind recht gut, deswegen ja. Aber sonst denke ich, gibt es noch ein paar Sachen, wo ich mich auch verbessern kann. Wir haben am besten recherchiert. Du hast 2 Geschwister, die spielen auch sehr gut Fußball. Mhm. Wer ist denn da der Beste bei euch in der Familie? Der Beste in der Familie? Boah, das ist schon schwer zu sagen. Ich sag mal so, jetzt, also ich habe einen großen Bruder, er ist halt älter, spielt aber jetzt nicht so hoch. Und halt mein Zwillingsbruder, und ich würde eher sagen, dass es so ein Ding zwischen mir und meinem Zwillingsbruder ist. Jetzt nicht, um meinen Bruder jetzt irgendwie runterzureden, aber ich denke, mittlerweile sind ich und mein Zwillingsbruder schon auf einem guten Niveau hochgekommen. Er war jetzt in der U19 von Fortuna Düsseldorf. Hat auch schon seinen ersten Einsatz in der Regionalliga gemacht, sogar getroffen. Und ja, ich denke, es ist so ein Ding zwischen uns beiden. Aber direkt zu sagen, jemand ist der Beste oder der Beste, ist schwer. Wie war das mit deinen Eltern? Das war wahrscheinlich auch schwer, wenn ihr alle überall hingefahren werden musstet, zu den Trainingsplätzen und zum Spiel am Samstag oder Sonntag. Ja, das war schwer, aber ich muss auch sagen, ganz am Anfang hatten sie Glück, kann man so sagen. Weil ich und meine beiden Brüder im gleichen Verein waren, ganz früher bei SF Baumberg. Und da war es halt perfekt, weil es musste nicht groß rumgefahren werden. Vor allem, weil ich und mein Zwillingsbruder dann immer in derselben Mannschaft waren. Und die Zeiten waren halt auch anders, wegen den Altersunterschieden. Ja, mittlerweile dann ab der U17, glaube ich, wurde es halt ein bisschen schwieriger, weil die Wege sich halt getrennt haben. Mein Bruder dann zu Fortuna Düsseldorf, ich dann hier hin zur WSV, und das sind halt andere Wege. Ja, und dann musste man halt auf öffentliche Verkehrsmittel umswitchen. Manchmal mit dem Auto fahren, manchmal Bus und Bahn. Aber wir haben es bis jetzt immer gut geregelt bekommen. Wir sind ja letztens schon zusammen nach Ungarn gefahren, haben ja viel Musik gehört. Du bist ja ein musikalischer Typ. Was ist deine Lieblingsmusik und machst du selber Musik zu Hause irgendwie? Ja, also Lieblingsmusik ist bei mir schwer zu sagen, weil ich habe halt, keine Ahnung, ich höre halt irgendwie alles. Kommt vielleicht auch von meinen Eltern, dass ich halt in jede Richtung was höre. Und Musik spiele ich tatsächlich sogar selber wirklich. Und zwar Klavier spiele ich gerne zu Hause. Habe früher auch Unterricht genommen, 5 Jahre lang. Ja, das heißt, da bin ich schon gut. Also, ja. Was spielst du am liebsten auf dem Klavier? Alle meine Entchen oder? Alle meine Entchen, nee, also ich habe schon mehrere Lieder, aber jetzt nicht unbedingt Lieder, die du jetzt, keine Ahnung, im Radio hören würdest oder so. Vielleicht See You Again von Wiz Khalifa. Das ist vielleicht so ein Lied, wo man denkt, ja, kennt man. Aber sonst so, ja, Balladen, so in die Richtung, in klassische Richtung und sowas. Ja. Jetzt letzte Frage, was machst du sonst noch so, wenn du nicht in der Uni bist oder hier beim WSV? Wenn ich nicht in der Uni bin oder beim WSV? Boah, zu Hause zocken vielleicht manchmal, ne? Ab und zu mit Freunden, ein bisschen abschalten oder rausgehen, Wetter genießen, ja. Aber das ist doch nicht meine letzte Frage, dann ist jetzt die letzte Frage, was zockst du denn am liebsten? Was zocke ich am liebsten? Also es gibt viele, die werden mich dafür hassen, glaube ich, aber das Spiel heißt PES, Pro Evolution Soccer, und um ehrlich zu sein, finde ich das mittlerweile auch besser als FIFA. Ja, da bin ich und mein bester Freund da schon auch, ich glaube, mit die Einzigen. Ich kenne niemanden sonst, der dieses Spiel spielt. Aber FIFA spiele ich natürlich auch oder Fortnite, aber das ist schon das Spiel,
wo ich sage, okay, das ist jetzt außergewöhnlich. Ja. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du vielleicht einen neuen Mitspieler in der Mannschaft findest. Und das wäre schön. Ich habe gesehen, dein Taxi ist schon vorgefahren. Ja, lass deine Mama nicht so lange warten. Mach ich nicht. Danke dir. Ciao, ciao, danke schön.